Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Supermarket Simulator. Der Kartoffelsack ist gesunken, den haben wir aber noch gar nicht ausgestellt, my friend. Den haben wir noch gar nicht. Wir müssen nämlich jetzt einmal die große Bestellung machen. Die wird noch größer, ne? Die wird noch größer auf jeden Fall. Denn wir haben ja noch die Produkte wie zum Beispiel, wir sind im Fridge leider, wie zum Beispiel... Wo ist es? Müsli. Butter. Kartoffeln. Butter. Butter haben wir hier noch frei. Guck mal. Erstmal kommt die Butter dann dahin. Das sage ich dir. Ist das Butter? Das ist fast. Fast Butter. Fast. Ganz knapp. So, lass den auch mal ein bisschen. Ah ne, jetzt sind die Kartoffelsäcke. Die sind wirklich so. Also, weiß ich nicht. Wo packen wir die denn hin? Wo haben wir denn überhaupt noch was frei? Ne, lass die erstmal. Stell die erstmal dahin. Ich muss erstmal gucken, wo wir denn noch was frei haben. Denn hier haben wir nämlich noch schönes Müsli. Und das schöne Müsli, das können wir erstmal hier hinpacken. Machen wir auch ein Zweier. Fast machen wir ein Zweier. Sauber, ist der leer. Schmeiß weg. Dann löschen wir den raus. Ey, Junge, hör auf, genau. Boah, Mann, siehst du? Muss es schnell sein, ey. So, Mehl. Ach, ist schon. Ist schon leer, ist schon leer, ist schon leer. Wir könnten das hier hinpacken, ne? Die Kartoffeln zu Nudeln und so weiter. Erstmal. Ne, hier habe ich noch Platz. Da packe ich die erstmal rein. Kuchen. Irgendwie die Befürchtung, dass er den jetzt auf der anderen Seite irgendwo reingepackt hat, hat er aber nicht. Hat er nicht gemacht. Ist ein guter. So, hier sind die Kartoffeln. Die Kartoffeln können wir erstmal hier hinpacken. Passt super zu Honig. Ne? Was? Das ist schon voll? Hä? Wie dumm ist das denn? Und die sind auch noch nicht mal teuer. Weiß ich nicht, ob ich die behalte. Das ist ja total dumm. Passen da gerade mal zwei Stück rein. Hätte ich fast weggeschmissen wieder. Also sollen wir die Eier da mit reinpacken? Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. So, dann haben wir die Eier da. Dann könnten wir den Mozzarella rauspacken. Ah, ich bin schon voll. Packen wir den Mozzarella nämlich hier mit rein. Da haben wir so ein bisschen Käse, Milch. Products. Auf Wild. So, dann können wir... Nee, nimm den nochmal. War das der Kleine? Oh ja, die passen da rein, das ist gut. Was ist die Frage? Joghurt wird natürlich auch super dahin passen, ne? So komplett alles mit Milch. Voll. Den Karton brauche ich noch. Hier sind wieder die Kartoffeln. Diese total dumm, also wirklich. Diese total dumm. Zwei Stück kriegst du da rein, also. Nee.
So, damit der Kollege auch ein bisschen was zu tun hat, packen wir noch irgendwas rein, ne? Wasser. Obwohl, Wasser könnte ich auch auffüllen. Spielt aber auch keine Rolle, wer das auffüllt. Ja, Eier und so. Erdnussbutter, klar. Da reicht aber auch erstmal eins. Und das lassen wir dann auch immer bei einem. So, und dann können wir jetzt, glaube ich, schon wieder öffnen. Ne? Jetzt sind wir gut aufgestellt wieder. Den Rest räume ich dann nach und nach ein. Also, wir sind offen. Offen für allen möglichen Schabernack, du. Schabernack. Ne, Fred? Ah ne, das war Paul, ne? Der andere ist Fred. Der an der Kasse. Der alte Kassenheini. So, dann kommen hier unten nochmal. Hallo? Da ist doch kein Preis festgelegt. Schnell, wegwerfen. Preis festlegen, aber ganz schnell. 5,30 Euro kosten die. Puh, war eine knappe Geschichte. Für das andere habe ich schon den Preis, oder? Da ist der Preis, da ist der Preis, da ist der Preis, überall ist der Preis, super. Erdnussbutter. Können wir nochmal? Nee, da sind wir ja voll, ja klar. Wir machen auch da nur ein Pack hin. Nur noch. Huch. Leis. Da haben wir noch, da haben wir noch, da haben wir noch. 2400. Also wir müssen jetzt mal wieder auf 3 kommen. Wäre schon schön. Ach, wir haben noch hier, was auch immer das ist. Ja, dann müsste die Milch weg. Müsste einmal Milch weg. Butter war das. Boah, 2,70. Butter. Das war das Salz. Okay, super. Keine Ahnung, warum ich jetzt alle mitnehme, aber wir wollten uns ein bisschen mit dem Salz auch verkleinern. Das sieht doch irgendwie total dumm aus, ne? Wenn du so viel Salz da stehen hast. Und so gut geht es ja auch nicht weg. Butter wird natürlich auch noch mal gut da reinpassen, ne? Aber wir brauchen sowieso irgendwann mehr Regale. Hilft alles nichts. Süßigkeiten. Uah, Junge, 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 das war eine knappe Sache. So, weißt du was? Ich gucke jetzt mal einmal und kaufe schon mal den für 400. Naja, ist egal. Da können wir aber dann nochmal das Hähnchen reinpacken. Nur, wo stellen wir das hin? Passt nicht, ne? Doch. Hey! Er hat wieder Schmerzen. Er kommt wieder nicht auf sein Leben klar. Da muss ich jetzt wieder bis zum Neustart warten, leider. So, dann können wir nämlich hier das Hähnchen reinpacken. Wegschmeißen, eben schnell. Schmeiß weg! Junge! Wir müssen den Preis festlegen. Boah, das ist teuer. 10. Dann kaufen sie nicht so viel davon. Aber müssen wir so viel davon nachbestellen. Was hat er denn jetzt überhaupt vor? Was willst du denn mit dem Wasser machen, mein Freund? Willst du jetzt warten, bis die Leute das Wasser genommen haben und dann packst du das da rein oder was hast du jetzt vor? Kuchen?
Okay, dauert auch nicht mehr so lange. Oh, juicy. Ja, ein Sprite nehme ich mal mit. Das sieht noch gut aus, ne? Auf jeden Fall hier. Das sieht auch... Nehmen wir auch mal zwei mit. Milch geht irgendwie gar nicht mehr weg. Guck mal, obwohl die so günstig ist. Obwohl die so günstig ist, das gibt es gar nicht. Ja, können wir mal ein Pack holen, ne? Ein Pack Salz. Ja, Milch lassen wir erstmal. Das sieht auch noch gut aus. Thunfisch geht auch überhaupt nicht gut weg. Ist denen das zu teuer? Ja, kann ich ja schon mal einen auf jeden Fall holen, ne? Der Apfelsaft geht auch im Moment nicht gut weg. Ist zu teuer, ne? Machen wir 2,70. Guck mal, wie günstig der Juice ist. Okay, wir sind wieder bei 3 plus einen neuen Kühlschrank am Start. Dann könnten wir eigentlich, was haben wir denn dann, 1400 plus nochmal die weg. Nee, wir haben noch die Rechnung, die wir bezahlen müssen, ne? Da muss ich drauf achten. Die haben wir auf jeden Fall noch und sogar noch vom letzten Mal. So, jetzt sind wir nämlich nur noch bei 2,9, aber die 3 kriegen wir trotzdem. Wachstum. Tü. Wird ja gerne, ne? Aber dann haben wir 400 nur noch. Das ist mir zu... Ah, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Da könnte ich dir auch gar nicht sagen, wo sie das lagern wollen, ne? So Bleichmittel und so, das ist klar. Aber dafür haben wir auch dann jetzt zu wenig Platz, glaube ich. Das würde nicht passen. Wir könnten noch ein, zwei Regale nehmen. Pass mal auf, wir könnten das so machen. Und nochmal. Nehmen erstmal nur eins. Ein Regal erstmal. Das packen wir so lange an der Wand. Ach so, kann ich ja jetzt noch gar nicht. Muss ich erstmal warten, ja klar. Aber lassen wir jetzt nochmal die Kunden einmal durchgehen. Dann können wir nochmal gucken, ob wir noch irgendwo was brauchen. Aber das sieht gut aus, ne? Wir haben ja auch bestellt. Perfekt, Hähnchen. Ja, Juice geht gut weg. Oh, Müsli. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das bestellt habe. Mach mal rein. Das ist ja nicht so teuer, ne? Das ist jetzt nicht so teuer. Hier haben wir noch die beiden Kartons zum Tauschen. Super, das war's, ne? Das war's. Wie viele Kunden hatten wir? 36, super. Produkte nicht gefunden, 7 Stück. Ja, das sind wahrscheinlich auch die, wo wir jetzt die Lizenzen haben. Hähnchen und Käse ist gestiegen. Ja, passt aber noch. Kaufen sie trotzdem, ne? Boah, der ist wirklich teuer geworden. 3,20. Der ist echt gut gestiegen. So, wir bestellen einmal. Ist bestellt. So, wo ist denn jetzt? Da ist er. Da ist das Regal. Das Regal packe ich nämlich dann jetzt erstmal einmal hier hin, wenn es geht. Aber es müsste funktionieren, ne? So ein bisschen
die einheitlich sind ungefähr. Muss nicht ganz genau passen. Weil es ist jetzt nur provisorisch. Ne? Das ist nur provisorisch. Hähnchen. Ja, die Kartoffeln, ey. Sind die auch leer? Ja, die sind komplett leer. Hätte ich doch nochmal bestellen müssen. Nochmal ein Pack Kartoffeln. Das sind die? Wo sind die neuen Sachen? Ist es voll? Und hier? Sind noch zwei Stück drin. Siehst du, ich hätte den fast weggeschmissen jetzt. Aber geht gut, ne? Wir machen jetzt langsam. Langsam kommen wir an die 3 ran. Da sind die 4 nicht mehr weit entfernt, hoffe ich. Geht aktuell auch überhaupt nicht gut weg, ne? Aber es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also wenn du so ein paar Produkte hast, die nicht weggehen, nicht tragisch. Ach, wir haben die neuen Produkte noch gar nicht bestellt, stimmt. Na klar, kann ich ja lange warten jetzt hier, dass ich den Karton endlich mal erreiche. Aber da wir die ja noch gar nicht bestellt haben, funktioniert das nicht. Ach, ist schon voll. War ich da wieder gierig, ne? Hab wieder 2 gekauft. Oh, er hat wieder Schmerzen, ey. Ich glaub's nicht. Steht er da schon wieder vor und weiß nicht, was zu machen ist. Was hat er denn diesmal in der Hand? Wieder Käse? Nee, diesmal Eier. Ja, Eier sind da nicht mehr, mein Freund. Eier sind hier. Guck mal hier. Hier sind leer. Mann. Das Lager erweitern, was kostet das denn? Würde mich denn der Spaß kosten? So, und ich glaube, jetzt können wir öffnen erstmal, ne? Weil wir haben das... Nee, wir machen erst noch vorher einmal. Bevor ich das nämlich wieder vergesse, werden wir die anderen Produkte noch bestellen. Und zwar... Das und das erstmal. Reicht erstmal. Von allem ein. Ist leer, ne? Ist leer. Ne, wir lassen das erstmal bei einem. Muss gucken, wie viel ich jetzt ins Regal da unterbekomme. Das ist das Gute. Meister Propper. So. Da gehen 2. Ja, auf jeden Fall 2. Das ist wichtig. Ja? Wir kennen ja die ganzen Bunkerer. Dacht schon. Noch ein neues Produkt. Aber leider nein. Das war's schon. Wir sind durch mit den neuen Produkten. Mozzarella, Mozzarella, Mozzarella. Ah, er steht da immer noch und kommt nicht klar. Oh, er hat irgendwas gemerkt. Ey, geil. So, wir können noch nicht öffnen, weil ich noch keine Preise festgelegt habe. Und die Geier, die nehmen sich das dann ganz schnell raus. Da kennen die gar nichts drin. Was haben wir hier noch? Nochmal Mozzarella? Ja.
Da hat er die ganze Zeit rumgeschlafen, weil er da gegen die Dings gelaufen ist. So, Salz lassen wir auch bei einem. Und wir legen die Preise fest und dann ab dafür, ne? 4,80 Euro. Puh. Wir hatten den Preis festgelegt. So ist ja immer automatisch. 20,60 Euro. Ja, 3,10 Euro. Ist klar. Klopapier dürfen wir nicht zu günstig machen. Leck mich. Was kostet Klopapier hier, ey? Das ist aber ultra Premium, wa? Holy moly, ey. So, und jetzt können wir öffnen. Jetzt öffnen wir den Schuppen und bestellen das hier. Das hier. Das geht noch, das geht auch noch. Das geht auch noch. Ja, Kartoffeln auf jeden Fall, die werden gleich weg sein. Müsli geht auch noch. Kaffee. Ja, ein Cookie Pack. Ah, er kommt trotzdem nicht klar, ne? Er versteht nicht, glaube ich, dass er das da... Was hast du denn jetzt? Jetzt hat er den Mozzarella. Ich werde nicht mehr. Warum hast du den Mozzarella? Oh Mann, ey. Der macht mich fertig, der Typ. Eier? Davon brauche ich auch nicht so viel. Da reicht auch eins. Moin, Meister. Ja, gut, ne? Das war's jetzt erstmal. Sollen sie jetzt erstmal wieder leer kaufen. Und wir müssen ein bisschen wieder steigen. Damit das alles hier schön passt, ne? Und dann muss ich mal gucken, wie die Erweiterung ist, ne? Ich bin mal gespannt, wohin es geht. In die Tiefe oder in die Breite? Jetzt geht's los. Oh, die Pommes. Oh, ist aber richtig ordentlich zugeschlagen bei den Pommes hier, ne? Pizza geht nicht so gut. Was ist denn da los? Mal gucken, wie das mit den neuen Produkten ist. Ein Toilettenpapier-Ding ist schon mal weg. Da können wir auch schon mal zwei kaufen, ne? Hä? Ich hänge. Hatte ich nicht Kaffee bestellt? Oder habe ich das jetzt erst bei der zweiten Rutsche gemacht? Ja. Kauf schon mal. Ist ja egal. Schon mal weg. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was. Schon ein bisschen einräumen hier. Ich hätte jetzt gesagt, damit er einräumt, aber er hängt wieder. Er hängt einfach wieder fest. Er ist wieder in seinem eigenen Film drin. Guck mal, die Kartoffeln sind schon wieder weg. Das ist so dumm, also die muss ich unbedingt streichen. Das macht ja gar keinen Sinn. Der hatte gerade drei Pommes und ich konnte zwei auffüllen? Komisch. Was ist denn da los? Ist ja ganz merkwürdige Geschichte. Aber ganz, ganz merkwürdig. So, Cookies, ja, die gehen auch gut. Vielleicht muss ich Butter einfüllen, damit er weiß, aha, da ist kein Mozzarella mehr drin, sondern Butter. Vielleicht ist das der Trick. Testen wir mal. Testen, testen, testen. Weil ist ja schlimm sonst. Der rafft es ja halt wirklich überhaupt nicht, ne? Also mit dem Wechsel kommt er überhaupt nicht klar. Jetzt muss ich erstmal die Butter finden, aber die Butter müsste doch eigentlich... Müsste die doch... Da ist sie. Eins reicht. Ein Pack reicht.
Jetzt hat er es. Ja, perfekt. Perfekt, so macht man das. Was hast du denn da leer gekauft? Oh, ist das Regal so leer bei uns? Hier fangen. Boop. War ein Spaß. Ach, du willst die Butter kaufen? Schade. Das klappt nicht. So, hoffentlich kriegt er das jetzt auf die Kette, ey. Na, schade. Das geht nicht. Was konntest du nicht? Soda. Willst du denn mit Soda? Geht aber auch noch nicht so gut, ne? Shampoo geht gut weg. Hier ist noch gar keiner rangegangen. Das ist doch nicht teuer. Voll günstig. Milch noch kaufen auf jeden Fall nächstes Mal. Ja, perfekt. Ja, super. Schlag zu. Ne? Was hast du denn vor damit? Ja, das, die hat drei Badezimmer. Das ist doch Seife gewesen, ne? Ich glaube ja. Für jedes Badezimmer eine. 82, sauber. Ach, guck mal, es kommen immer neue Produkte drauf. Also jetzt nicht, aber die Pommes, die sind nachgerutscht. ...76, okay. Ey, nimm doch nicht die Kartoffeln. Das sind aber auch Monster-Kartoffeln, ne? Da brauchst du eigentlich nur eine Kartoffel. Bist du zufrieden schon? Willst du mit so einem Powersack, ey? ...61. Ich gucke die ganze Zeit schön nach den Preisen, was da so rauskommt. Komm mit der... das ist der Seifenheini. 20. Thunfisch nicht. Oh ja. Da hat aber jemand ordentlich jetzt Thunfisch geshoppt, ne? Was war denn hier? Hier war Milch. Milch, 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 Milch. Das passt noch. Da könnten wir nochmal einholen. Apfelsaft. Ja, hör auf. Ja, hör auf, du. Nimm mir nicht alles weg. Oh, guck mal hier, Wasser und Cola. Oh ja, ja, ja. Ja, mach mal zwei. Hier reicht, glaube ich, ein. Und hier lassen wir erstmal so. So, Tag beenden, aber noch nicht. Wir sind ja noch im Spiel aktuell. Ne, die wollen ja noch kaufen hier. Davon habe ich auch nur immer eins gekauft erstmal. Um zu sehen, was gut weggeht. Toilettenpapier aktuell gar nicht. Will keiner Toilettenpapier haben? Haben die alle noch zu Genüge oder wie? Das lasse ich auch erstmal noch. Boah, wir sind schon wieder bei drei Riesen. Also bald können wir wirklich schön den Laden erweitern. Neue Regale rein und alles super. Warten wir jetzt noch ganz entspannt, bis die letzten weg sind. Kaffee? Nee, aber lass die erstmal. Handseife konnte nicht finden. Ja, woher? Achso, ist schon leer wieder. Ja klar, aber ich kann jetzt eh nicht bestellen. Was soll ich machen, meine Freunde hier? 3300, ey. Geil, 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 geil. Es wird, es wird, es wird. So, das ist der letzte da. Normalerweise müsste man dann immer noch ein bisschen warten. Das mache ich, glaube ich, auch gleich. Und lass den alles auffüllen, was wir noch haben. Ja, mache ich so eine kleine Pause. Lass er so ein bisschen laufen. Soll er ein bisschen auffüllen. Wenn wir noch irgendwas haben, kann auch sein, dass er jetzt sich gleich hier in die Ecke hinstellt. Weil wir gar nichts mehr am Start haben. Doch, nee, nee, er kommt noch mit Karton. Gut gerettet, ne? Und ja, dann werden wir mal in der nächsten Folge gucken. Wir haben noch Rechnung zu bezahlen erstmal, ne? Ah, aber nur eine. Okay, das ist gut.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ne? Aber es würde mir noch nichts bringen, weil ich brauche dann ja auch Regale und so weiter. Boah, guck dir das mal an. Wie willst du denn auf den Preis kommen? Das ist ja insane. Oder hier die Preise. Das ist Wahnsinn, ist das. Absoluter Wahnsinn. Also du kannst ja dann es wirklich nur so machen, dass du alles sofort ins Lager packst, weil sonst, da bist du bekloppt. Was ist ein Wachstum? Nee, das ist, wo hier ist das Lager? Hier ist das Lager. 1200 für nochmal 4x4. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache am besten. Wir sind auf jeden Fall durch. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen laufen, damit der Kollege ja noch den Rest einräumen kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob wir einen neuen Laden holen. Neuen Laden, ja. Wir machen direkt einen neuen Laden. Scheiß auf den Laden. Neuen Laden eröffnen. Nee, ob wir den erweitern oder wie wir das am besten machen. Weil ich hätte die Regale gerne andersherum, dass ich so richtig schöne Gänge habe. Vielleicht auch noch ein bisschen enger oder so, muss man mal gucken. Weil kann auch sein, dass er nach hier erweitert. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was ist da los? Juice, ja, der guten Morgen, mein Freund. Der ist schon lange nicht mehr da drin. Schon Ewigkeiten nicht mehr, ne? Ich sag's dir. Ja gut, Hannes, der kommt jetzt sowieso nicht klar. Also kann ich auch beenden. Schade. Aber wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und mal gucken, was wir machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.